Mina einfach 9 Jahre alt geworden, Leute. Oh mein Gott, wie alt seid ihr eigentlich? Kommentiert mal und schaut mal, was für eine coole Party das geworden ist. Wir haben einfach eine riesige Hüpfburg, wir haben richtig coole Geschenke und da hängt sogar eine 9, Mina. Das ist extra für dich. Lasst schon mal alle ein Like da, wenn ihr Mina alles Gute zum Geburtstag wünscht und kommentiert mal diesmal mit Hashtag Mina. Let's go! Ey Mina, diese Hüpfburg ist so krass. Guck mal, die liegt einfach mitten im Wohnzimmer. Sollen wir das mal testen? Ja, denkst du, ist eine Rutsche. Da ist sogar eine Rutsche? Ja. Oh mein Gott, Leute, wir rutschen gleich. Oha, ich sehe das jetzt erst, dass hier eine Rutsche ist. Leute, das habe ich gar nicht gesehen. Hattet ihr auch schon mal eine Hüpfburg an eurem Geburtstag in eurer Wohnung? Alter, Leute, das ist so cool. So, ich gehe mal jetzt rein. Ich feiere jetzt mal ein bisschen Minas Geburtstag. Oh. Oh mein Gott, Mina, ich passe hier gar nicht rein. Wartet mal kurz. Oha, das ist so cool. Was, wir hatten eine Hüpfburg? Ja, bei mir zu Hause. Ach, du hattest auch mal eine bei dir? Hattest du doch mal eine? Stimmt, ich kann mich erinnern, aber da hattest du nicht Geburtstag, oder? Ja, die war aber viel größer. Ja, oha, dann lass mal gucken, ob wir beide springen können. Nicht, dass es klappt geht, Mina. Boah, das ist so cool. Als nächstes sollen wir auch mal deine Geschenke auspacken. Ja, dann auch eine Pinata. Geschenke auspacken und eine Pinata hast du auch? Oh mein Gott, das habe ich gar nicht gesehen. Wo ist sie denn? Da. Die hängt dort? Ja. Oh mein Gott, Leute, dort ist einfach eine Pinata. Hier ist einfach eine Rutsche. Mina, rutschst du mit mir zusammen? Ja. Okay, komm, Geburtstagsrutsche. Oh Gott. Mina, das funktioniert nicht. Aua, das hier ist Minas Pinata und Leute, da sind richtig coole Spielzeuge drin. Ne? Das ja, da sind Spielzeuge drin, das packt sie auch gleich aus. Aber als erstes ihre Geschenke. Ey Mina, weißt du eigentlich, was dein Geschenk ist? Ja, was denn? Na, ich bin dein Geschenk. Oh, oh nein, Leute, wieso will sie mich denn nicht? Ich bin doch voll das coole Geschenk. Ja, okay, Mina, hier, war ein Spaß. Hier sind deine echten Geschenke, okay? So, jetzt kannst du das auspacken. So, das ist auf jeden Fall etwas, was sie sich gewünscht hatte. So, was denkst du, was es sein könnte? Oh mein Gott, guck mal, wie cool das aussieht. Oh Mina, das ist eine riesige Packung. Alter, zeig mal her. Oh, ist das cool. Jetzt zeig mal, was da drin ist. Und da musst du reingreifen. Oh, das ist so cool. Pack mal aus. Vielleicht hast du ja diesen einen richtig seltenen. Guck mal, hier hat der einfach einen Donut, der eine. Und der andere hat hier einfach so eine Hershey-Schokolade. Kennt ihr das? Leute, wer von euch hat auch Snackless? Kommentiert mal. Ich bin mal gespannt, wen du hast. Hattest du eigentlich schon mal ein Snackless? Ja. Okay. Und ja, was für einen hattest du denn? Ich sehe gerade, hier ist sogar eine Mentos-Figur. Bei den Kleinen hatte ich einen Orangenen. Einen Orangenen? Wie, was für ein Orangenen? Also was hatte der denn in der Hand? Kannst du dich noch daran erinnern? Oh mein Gott, ich hoffe nicht, dass du etwas doppelt hast, Leute. Stellt euch mal vor, an eurem Geburtstag bekommt ihr einfach etwas doppelt. Das wäre doch richtig blöd. Leute, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir packen ihn einfach in eine Hüpfburg aus, oder Mina? Ja. Los, rein damit. Let's go. Oh mein Gott, Mina. Spielst du gerade wirklich mit dem Snackless Basketball? Leute, da gibt es einfach einen Basketballkorb. Das wusste ich gar nicht. Mina, du sollst deine Geschenke auspacken und nicht damit rumspielen. Los jetzt! Okay, sie packt es aus. Hoffentlich hat sie es nicht doppelt. Und Mina, was ist es? Zeig uns das. Oh mein Gott, was? Wow, das ist ein Donut. So ein Donut-Typen, das ist ja cool. Und Mina, wie gefällt dir dein Geburtstag bis jetzt? Gut. Gut, so, die Pinata machen wir auch gleich. Die feiere ich ja wirklich am allermeisten. Wenn ihr mal seht, was hier für Spielzeuge drin sind, Leute, das wird so lustig. Und das ist jetzt der allerletzte Snacklist. Und mal schauen, was sie zieht. Mina, was denkst du, was es sein kann? Etwas Süßes oder was Salziges? Süß. Süßes? Oh, was ist das? Eine Banane. Ein Affe? Was ist das? Seit wann gibt es denn Affen mit Bananen? Leute, wie sieht das denn bitte aus? Es geht schon direkt weiter. Und was kann das nächste Geschenk sein? Ja, Leute, sie wollen schon immer ein Stanley Cup. Oh, zeig mal, was für eine Farbe. Oh mein Gott, ein rosa Glitzer. Wie cool ist das denn? Und Mina, zu deinem Stanley Cup hast du noch andere coole Zubehör. Pack mal deine nächsten Geschenke aus. Leute, ich will ja nichts verraten, aber da sind richtig coole Sachen, die zum Stanley Cup passen. Ja, pack mal aus, let's go. Guck
mal, was Minas nächstes Geschenk ist. Sie hat einfach so eine Minibar für ihr Stanley Cup. Alter, das ist ja richtig cool. Schaut euch das mal an. Oh mein Gott, Mina, das kannst du einfach jetzt in den Stanley Cup reintun und dann Süßigkeiten drauf machen. Wow. Oder? Also wir machen das mal jetzt mit der Minibar. Also Mina, hier hast du ein paar Picoballa heißen die, glaube ich. Oder? So, machen wir mal da Picoballa rein. So, guck mal, wie cool das aussieht. Also in eine Hälfte können wir Picoballa machen. In die andere Hälfte Schlümpfe. So, Schlümpfe kommen in die andere Hälfte. Hier in die kleine Hälfte. Boah, Mina, das ist so ein cooles Geschenk, oder? Ja. Boah, die kann einfach daraus trinken und nebenbei dann essen. Sollen wir es mal ausprobieren? Ja. Okay. Mit den Okay. Okay, Mina packt jetzt gerade weiter aus. Was ist eine das? Eine Tasche für Stanley. Wow, ist das cool. Mina, das ist krass. Pack mal mit aus. Oh, lecker. Also, das ist jetzt Minas Stanley Cup Tasche. Mina, willst du das mal testen? Guck mal, wie cool das Ganze aussieht. Alter, Leute, wenn heute nicht der coolste Geburtstag ist, dann weiß ich auch nicht, oder? Oh, Mina ist einfach 9 Jahre alt geworden. Kommentiert mal, wie alt ihr seid. Das würde mich auch gerne interessieren. Also, ich bin 26. Ja, Leute, ich bin wirklich 26. Ja, ich bin schon ein bisschen älter. Boah, schaut euch das mal an, wie das aussieht, wenn sie es ranmacht. Oh mein Gott, ein Stanley Cup to go. Wow. Oh, was ist das denn? Für Strohhalm. Oh, für den Strohhalm, um den so zuzumachen, so einen Strohhalmschutz, damit da kein Wasser rauskommt. Ja, oder Fliegen reingehen. Boah, du hast so coole Geschenke bekommen. So, was machen wir als nächstes? Sollen wir die Pinata mal kaputt machen? Ja. Let's go. Boah, so sieht das also aus. Aha, eine Mini-Flasche als Schutz. Oh, wie cool. Jetzt wird es Zeit, die Geburtstagspinata kaputt zu machen. Ja. Jetzt noch hast. Ein Pizzabackkurs. Cool, oder? Ja, genau, ein Kurs. Du wirst jetzt deine eigene Pizza selber belegen, so wie du es möchtest, ja? Ja. Okay, machen wir so. Leute, was ist das für ein cooles Geburtstag? Nicht vergessen, wenn die Mina alles Gute zum Geburtstag wünscht, dann lasst alle ein Like da. Jeder Like bedeutet Happy Birthday. Also Leute, als erstes machen wir den Pizzateig aufrollen. Mina, das ist schön, das für dich. So. Als zweites haben wir hier natürlich eine Tomatensauce. Das wird eine richtig coole, leckere Geburtstagspizza jetzt. Oh, ich hab's geschafft, Mina. Guck mal. Oh, oh, lecker. Ey, die riecht irgendwie nach Süßigkeiten. Oder? Ah, ja. Oh mein Gott, Leute. Süß. Voll süß riecht das. Ist ja egal. Schmeckt ja dadurch noch besser, oder? Boah, sieht das cool aus. Genau, richtig aufrollen. Leute, guck mal, was wir alles jetzt an Minas Geburtstag schon gemacht haben. Eine riesige Hüpfburg im Wohnzimmer. Eine Pinata schon komplett kaputt gemacht mit Geschenken. Dann hat sie ihre ganzen Geschenke ausgepackt. War das eigentlich das, was du dir gewünscht hast? Ja. Ja, oder? Du wolltest ja diese Stanley Cups haben, ne? Ja, ich habe ja einen gehabt. Ach, du hast schon einen gehabt. Und du meintest ja, dass dieser Rucksack richtig cool ist, oder? Ja. Weil dann musst du den nicht mehr tragen, ja, ne? War richtig stressig wahrscheinlich. Naja, als nächstes machen wir dann diese Tomatensauce raus. So, Mina. Ich hoffe, das ist nicht zu viel. Ist so gut. Was kommt eigentlich alles so für Belag drauf, Mina? Gemüse und ja. Ja, oder? Guck mal, wir haben hier... Sucuk. Oh, Sucuk ist doch am allerleckersten. Deswegen haben wir auch hier so eine ganze Packung. Und ja, das machen wir jetzt auf jeden Fall rauf. Guck mal, hier haben wir so kleine Gürkchen. Mais. Leute, kommentiert mal, womit belegt ihr eure Pizza am allerliebsten. Hier haben wir auch noch Champignons. Oh, sieht doch richtig gut aus, oder? So, Zeit zum Belegen. Ich habe mich das überhaupt aufbekommen. Ja, doch, oder? Oh mein Gott, guck mal, hast du doch aufbekommen. Aber soll ich sagen, warum? Ich habe das davor geöffnet. Aha. Ja, ja, deswegen war das so einfach gerade. Das aber nicht, ne? Nee, nee, deswegen kriegst du es auch nicht mehr auf, ne? Ja. Ich helfe dir mal. Eine ganze Portion Käse, Mina, let's go. Genau, mach die jetzt schön da oben rauf. Let's go. Dann haben wir hier noch Mais. Mina, wie wär's mit Mais noch? Komm. Ja, nimm einfach. Komm, heute ist dein Geburtstag. Kannst machen, wie du möchtest. Wow, sieht das gut aus. Wie wär's noch ein bisschen Champignons? Magst du Champignons? Ja. Okay, dann auch noch davon rein. Leute, das ist einfach Minas Geburtstagstorte. Würdet ihr davon essen? Kommentiert.
Torte, habe ich gerade Torte gesagt? Ja. Ich meine Minas Geburtstagspizza, sorry. Boah, Leute, schaut mal, einfach drei verschiedene Sorten. Einmal so mit Oliven, einmal mit Sujuk und Champignons und einmal Käse, Mais und Champignon. Mina, das hast du richtig gut gemacht. Lasst ein Like da. Ich zeige euch jetzt mal Minas Pizza und wie sieht sie eigentlich aus? Boah, richtig lecker. Leute, das gönnen wir uns jetzt auf jeden Fall. Aber Minas Geburtstagstorte ist jetzt auch noch dran. Ja. Wow, Zeit zu dekorieren, oder? Also ich mache das ja, weil okay. Meine Torte. Genau, deine Torte ist dein Geburtstag. Viele Streusel so. Oh, guck mal, wir haben bunte. Da hast du blaue, pinke. Cool. Jetzt machen wir alle Streusel drauf, oder? So, jetzt macht Mina ihre Torte. Ja. Kriegst du gerade wirklich dein Geschenk hier? Ja. Wie süß. Boah, Leute, sieht das lecker aus. Los, Mina, mach mal alles schön bunt, ja? So, Mina ist jetzt 9. Happy Birthday to you. Liebe Mina, du bist die coolste. Danke, dass du bei Hashtag Team Pink bist. Du bist einfach die krasseste. Let's go! Ausprusten! Wünsch dir was, ja? Sie wünscht sich gerade was, Leute. Seht ihr das? Ich frage mich echt, was sie sich da wünscht. Let's go, Mina! Die Kerzen gehen aus! Ja! Woo! Happy Birthday! Alles Gute zum Geburtstag! Und Mina, hat dir dein Geburtstag Spaß gemacht? Ja, der hat richtig Spaß gemacht. Oh mein Gott, bitteschön! Leute, lasst alle ein Like da, falls ihr es cool fandet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!